Hallo zusammen, ich heiße Paula Baginska, willkommen in meinem YouTube-Kanal. Heute wir haben einen Spezialgästen, Erhan Korkmaz. Hallo, und zwar bin ich der erste Keto-Koch Deutschlands und Paulina hat mich gefragt, ob wir zusammen kochen können. Habe ich gerne angenommen, ich mag ihre Seite sehr, wir folgen uns gegenseitig. Sie macht Fitnessvideos sehr gute und ich habe gesagt, das passt sehr gut zusammen. Die Leute sollen auch nicht nur Fitness machen, die sollen sich auch gut ernähren. Ohne Ernährung schafft man nichts und die beiden Sachen gehören richtig zusammen und ohne die richtige Ernährung und ohne Sport kann man seine Ziele nicht erreichen. Deswegen kochen wir heute zusammen mit der Paulina. Erhan, kannst du sagen, wie hast du mit Keto-Ernährung angefangen? Mit der Keto-Ernährung habe ich 2014 angefangen. Nachdem ich fast 100 Kilo gewogen habe, musste ich die Notbremse ziehen. Und ich wollte einfach nur meine Fettmasse verlieren. Das konnte mir gar keine Diät bieten. So bin ich zu Keto gekommen. Ich habe innerhalb von 4 Monaten 20 Kilo fast reine Fettmasse verloren und deswegen habe ich gesagt, das muss ich den ganzen Leuten draußen erzählen, wie geil diese Ernährungsform ist, innerhalb von kürzester Zeit Fettmassen zu verlieren. Deswegen habe ich mich beschlossen, diese Keto-Ernährung hier in Deutschland Fuß fassen zu lassen und dass jeder das auch mitkriegt hat, wie diese Ernährung funktioniert. Und für jemand, wie viel Keto-Ernährung angefangen, wie viel Kohlenhydraten jede Person muss essen? Ja, man muss in der Keto-Ernährung extrem wenig Kohlenhydrate essen, also stärkehaltiges Gemüse ist tabu, Zucker ist tabu, Nudeln, Reis ist alles tabu. So kommt man in die Ketose. In der Ketose produziert dann die Leber halt die Ketone. Die werden als Energie für die ganzen Organe benötigt. Als 30 Gramm sollte man schon, 30, 40 Gramm sollte man mal anfangen und nach 3, 4 Tagen, wenn man nicht in Ketose ist, dann soll man die Kohlenhydrate wieder runterschrauben und dann denke ich, dann ist man wieder in der Ketose. Super, und diese 30 Gramm Kohlenhydraten kommt von welche Gerichte, welche kannst du vorschlagen? Also wie gesagt, ich habe gesagt, stärkehaltiges ist alles tabu. Kohlenhydrate haben auch Spinat, die haben aber wenig Spinat. Hier Beeren, die haben auch Kohlenhydrate, die haben auch sehr wenig Kohlenhydrate. Von solchen Sachen kommen halt die Kohlenhydrate, wie zum Beispiel von den Nüssen, von den Avocados. Das summiert sich dann auf den Tag und dann kommt man schon auf seine 20 Gramm. Man muss auch ordentlich am Anfang zählen und später kommt dann halt die Routine hinzu. Dann weiß man ungefähr, welche Lebensmittel wie viel Kohlenhydrate haben und dann weiß man genau, was man essen muss. Also anfangs hat man ein bisschen Schwierigkeiten, sich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen, wie viel Kohlenhydrate hat. Aber später ist das überhaupt kein Problem. Da macht man das blind und die Ernährung geht seinen Lauf. Und heute wir machen vier Gerichte für jemanden, wie wir sehen, wie funktioniert ein Tag mit Keto-Ernährung. Wir haben für Frühstück erst Keto-Smoothie, dann für die zweite Gerichte wir haben Lachs mit. Lachs haben wir auf Blattspinat, sortierten Blattspinat und Zitronensahnesoße. Und danach wir haben Asian Salad, Shirataki Noodles. Genau, Shirataki Noodles ist kohlenhydratarm, extrem kohlenhydratarm, hat maximal 0,5% Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Das ist gar nichts und das ist ein Ballaststoff, das ist auch super für den Darm. Und die letzte für die süßes Fun, wir haben eine spezielle Rezepte von dir. Ja, da habe ich Peanut Muffins gemacht, Peanut Choco Muffins, wie Snickers halt, wenn ich jetzt hier Werbung machen darf. Snickers habe ich vor meiner Keto-Diät sehr gerne gegessen, deswegen habe ich gesagt, sowas muss her. Habe ich Peanut Muffins heute angesetzt, das werden wir heute machen. Super, und wir probieren alle diese Gerichte in einer Stunde schaffen. Ja, ich hoffe, wir schaffen das. Wir schaffen das schon. Wir empfangen mit Peanut Butter Muffins. Ja, und zwar Peanut Butter Muffins habe ich von zu Hause schon mein Mandelmehl reingemacht. 200 Gramm Mandelmehl sind drin, 100 Gramm Bio-Kakaopulver, Natur, also ungesüßt. Dann habe ich mein Erythrit-Puderzucker reingemacht, 100 Gramm Erythrit-Puderzucker. Man kann auch Erythrit reintun, aber das löst sich nicht so gut auf. Deswegen habe ich Puderzucker genommen, Erythrit-Puderzucker. Dazu habe ich noch 2 Teelöffelchen von meinem Weinsteinbackpulver. Weinsteinbackpulver nehme ich sehr gerne in der Keto-Ernährung, weil es viel weniger Kohlenhydrate hat als normale Backpulver. Deswegen habe ich da noch 2 Teelöffelchen Weinsteinbackpulver reingemacht. Und dann gebe ich jetzt noch so ungefähr so einen gehäuften
Esslöffel von meinen Erdnusspaste rein. Das ist auch eine ungesüßte Erdnusspaste, das findet man beim Asiaten. Das gibt halt diesen Geschmack, so ein Esslöffel reicht vollkommen aus. Dazu kommt noch, Paulina, würdest du noch 5 Eier bitte reinmachen, ganze Eier. Okay. Und du hast gesagt, das ist eine spezielle Pasta, da kann man nicht normale Erdnusssbutter. Ja, die meisten sind gesüßte, wenn man jetzt hat, die amerikanischen sind ja gesüßte, das nimmt man hier jetzt in Restaurants, beim Asiaten, beim Inder. Die nimmt man, die hat gar keine fast gar keine Kohlenhydrate, was heißt das hier jetzt 8 Gramm. Wenn man jetzt die anderen nehmen würde, die würden über 50, 60 Gramm Kohlenhydrate haben. Die sind perfekt geeignet zum Kochen, zum Backen, und wenn man Low Carb kochen will. Und wo kann man diese Erdnussbutter kaufen? Die kriegt man problemlos beim Asiaten, in jedem asiatischen Laden kriegt man das. Ja, das kaufe ich sehr oft, koche sehr viel damit. Wenn ich Indisch koche oder Desserts mache und sowas. Also 5 Eier, ganze Eier kommen da rein. Und dann habe ich schon mal vorher 120 Gramm geschmolzene Butter. Hier mache ich auch noch rein. Also ich benutze nur Weidebutter. Ich will jetzt keine Werbung machen. Wir wollen auch gute Produkte einsetzen halt. Und das Ganze wird jetzt gemixt. Wenn ich sehe, dass es zu fest ist, die Masse, mache ich da noch einen kleinen Schluck Mandelmilch rein, damit es ein bisschen kompakter wird. So, jetzt fange ich mal an. So, Paula, das ist jetzt wunderbar. Du kannst jetzt das bitte in die Muffinform umfüllen. So mit einem Esslöffel und dann können wir das auch in den vorgeheizten Ofen reinschieben. Ja, ich habe den Ofen auf 175 Grad vorgeheizt. So, jetzt legen wir die so ungefähr 20 Minuten so in den Backofen rein, bis die fertig sind. Und wie viel Muffins von dieser Mischung kommt? Ich denke mal 8 bis 10 Stück oder 12 vielleicht, wenn es gut läuft. Kommt dann in die Form rein, ja. Ich glaube, so, dass wir vorschlagen für jemand, wir wollen mit Keto empfangen, dass es von dieser Mischung ist nur 2 Muffins am Tag, ja. Also die man kann andere das, teilen. Ja, man kann auch am nächsten Tag was essen, man kann auch wunderbar im Kühlschrank reintun, abgedeckt, ist es kein Problem. Man kann auf Vorrat auch was machen, also es ist kein Muss, jetzt das Ganze an einem Tag aufzuessen. Wenn man zum Beispiel nächsten Tag zur Arbeit geht, kann man sich auch auf die zur Arbeit was mitnehmen. Also ich bin einer, der macht immer ein bisschen mehr mit. Falls jemand kommt, Besuch kommt oder ich abends vielleicht doch noch was essen möchte. Und das, ich glaube, ist auch guter Snack danach Workout. Danach, ja. Workout. Ja, auf jeden Fall. Also es ist extrem kohlenhydratarm, das Erythritzucker drinne. Wir haben fast gar keine Kohlenhydrate. Mandelmehl hat 4 Gramm Kohlenhydrate gerade mal. Und kann man nicht falsch machen. Halt, ich koche jetzt seit 6, 7 Jahren so ketogen. Und man muss wirklich auf nichts verzichten. Man muss nur halt die Produkte zu Hause haben. Wie zum Beispiel hier, wie ich eben erwähnt habe, Erythritzucker oder Weinsteinbackpulver. Mit sowas kann man wunderbar backen, Low Carb, Ketogen, alles kein Problem. Und was ist deine Lieblingsgerichte? Also ich mag alles Mögliche eigentlich, türkische Küche, orientalische Küche, deutsche Küche. Also es ändert sich immer halt. Wenn jetzt demnächst kommt jetzt Spargelsaison, dann werde ich halt demnächst nur noch Spargel essen. Oder wenn Pfifferlingszeit ist, wie gesagt, was mir danach ist. Also ich habe mich jetzt mittlerweile so daran gewohnt, ich verzichte auf gar nichts mehr. Ich koche alles Mögliche, ketogen, sogar Pizzen habe ich gemacht, Burger mache ich, wenn ich Lust drauf habe. Es ist wirklich überhaupt kein Problem, sich ketogen zu ernähren. Viele sagen, ja, das ist nicht machbar und sowas. Es ist wirklich nicht schwer, sich ketogen zu ernähren und gesund und dabei wirklich Fettmasse zu verlieren. Das kann ich jedem raten. Und wenn man das wie bei Paula halt mit Fitness kombiniert, sind die Pfunde noch viel schneller weg als nur mit der Ernährung. Und wie lange Muffins braucht in den Ofen? Die sind so ungefähr 20 Minuten fertig. Okay.
So, die können wir dann in den Ofen schieben. Ich kann das noch mal ein bisschen mal begradigen hier. Die kommen gleich in den Ofen rein. Und dann hat man einen wunderbaren Snack. Okay, jetzt packen wir die für 20 Minuten ungefähr in den Ofen. Aber ich kontrolliere immer wieder zwischendurch. Kann sein, dass es ein bisschen länger dauert als 20 Minuten oder auch ein bisschen kürzer, weil lieber immer wieder zwischendurch kontrollieren. Also geschmacklich top. Man merkt es nicht, wenn es jemanden gibt, der keine Kohlenhydrate isst, die merken das garantiert nicht, dass da kein Zucker dran ist. Die werden baff sein. Und das geht auch nicht auf die Hüfte. Also 20 Minuten, yes. Wie viel Graden? 175 Grad. 175. Ja. Okay, unsere zweite Gerichte ist Keto Smoothie. Das ist sehr fitness- und sportlich Rezepte, keto-friendly. Also wir haben oder wir brauchen 150 Milliliter von Almondmilch. Mandelmilch, ungesüßt. Genau, weil wenn es süß, dann ist nicht ja. Keto. Genau, das kann ich mal sagen, da ist gerade mal, also 0 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Zucker, ungesüßt. Also lieber sowas nehmen, anstatt den gesüßten. Auch 65 Gramm von Acai-Pulver, das kann man in Bio-Laden kaufen und auch Amazon. Ja. Dann 2 Tropfen von Stevia, genau. Ein Viertel von Avocado, ein Esslöffel von Kokosnussöl und 2 Tropfen von Vanille. Okay, und dann, ich brauche Hilfe mit Avocado. Ja, kann ich dir gerne schneiden. Die sind nicht vorgereift, aber... Was hast du gesagt? Ein Viertel brauchst du? Ein Viertel Avocado, ja, genau. Okay. Mandelmilch, Vanilleextrakt. Vanilleextrakt, ah, okay. Das musst du ganz wenig reinmachen. Mhm. Reicht schon. Ist sehr viel. Also Stevia-Extrakt auch Tropfen. Ganz bisschen wenig für die Süße. Genau. Damit wir da ein bisschen Geschmack reinkriegen. Und alle Box von Acai. Die sind schon vorgemahlen, ja. Also Acai ist ja ein Antioxidant und Bombe, Vitamin C Bombe, was jetzt... Normalerweise ich benutze Acai für den Bowls. Okay. Das ist eine meiner lieblingsten Zutaten. Mhm. Und jetzt wir müssen blenden. Okay, also mixen. Und dann ist unsere Bowl auch fertig. Ich glaube, wir müssen mehr Mandelmilch reinmachen. Pauline, hast du schon probiert? Nicht, noch nicht. Ich mach das. Wir schaffen für beide. Nein, das wollen wir jetzt nur eine machen? Oder wollen wir jetzt teilen? Ich glaube, wir teilen. Ja, wie gesagt, immer wieder probieren. Kann sein, dass einem nicht zu süß ist oder einem zu dickflüssig ist. Deswegen ist jedem das selber überlassen, wie er das gerne haben möchte. Also ich bin einer, der nicht so zu süß mag. Halt. Für mich ist das jetzt von der Süße her okay. Aber Paulina wollte ein bisschen süßer haben. Okay, ich probiere. Ja, ich finde es sehr lecker. Sehr lecker geworden, ja. So, haben wir uns auch gleich unsere Abwehrkräfte gestärkt. Ja, wir brauchen die nächste Zeit mehr keine Maske mehr hier rumzutragen. Kann man ohne Maske einkaufen. Und das wir essen für Frühstück. Hm? Und dann wir machen Lunchgerichte. Ja. Also wenn man jetzt so eine Smoothie am Morgen isst, ist man bis zum Mittag garantiert satt. Also das würde mich zum Beispiel
von morgens, um wenn ich 7 Uhr aufstehe und so einen Smoothie trinke, wäre ich bis Mittag wirklich pappesatt und würde erst im späten Mittag was essen halt. Und jetzt sind wir auch dabei, unseren Mittag vorzubereiten, unser Lunch, unser Hauptgericht. Mhm. Hauptgericht ist, wie schon erwähnt, gebratenes Lachsfilet auf Blattspinat und Zitronenrahmsoße. Ja, das war's. Und unsere Muffins sind im Ofen. Die gehen auch wunderbar hoch. Die sind auch gleich fertig. Es riecht noch auch herrlich nach Schokolade und Erdnüssen. Ich freue mich schon auf die Muffins. Die möchte ich schon gerne essen. Hoffe du auch. Ja, ich danach dieses Smoothie. Ich brauche ein bisschen Pause, aber dann kann ich Muffin probieren. Ja, wie gesagt, jetzt fange ich erstmal mit meinem Hauptgericht an, mit meinem Lachs. Als allererstes werde ich meine Soße ansetzen, meine Zitronenrahmsoße. Dafür schneide ich jetzt meine Zwiebeln klein, werde ich in Butter anbraten, werde ich mit Zitronensaft, frisch gepresst Zitronensaft ablöschen, salzen, pfeffern, Sahne zufügen, einköcheln, langsam reduzieren. Und dann kurz zur Seite stellen und dann kann ich Spinat machen und zum Schluss mache ich den Lachs. Der Lachs, der braucht maximal 4-5 Minuten von beiden Seiten, also insgesamt von beiden Seiten kurz anbraten. Und, kannst du sagen, dass es Lachs, dieses Gericht kann man in 20 Minuten machen? Ja, das ist auch kein Problem, das ist auch 20 Minuten machbar. Halt, man muss, wie gesagt, erstmal vorbereiten. Ich habe schon die Zwiebeln geschält. Das dauert wirklich nicht lange, halt 20 Minuten reicht es locker aus. Super, weil ich bekomme ein Fragen von Instagram von jemand, ob kannst du einen Vorschlag für 20 Minuten Gericht von Keto? Ja, Lachs geht wunderbar, 20 Minuten, wie gesagt, das Einzige, was ein bisschen länger dauert, ist die Soße. Deswegen fange ich als erstes mit der Soße an. Kann ich jetzt zeigen, halt, dass es vielleicht sogar noch schneller als 20 Minuten geht. Okay, super. So, die Muffins sind fertig, die hole ich jetzt raus. Ofen habe ich jetzt ausgeschaltet. Die brauchen jetzt nur noch ein bisschen auszukühlen, dann können wir die auch essen halt. Die legen wir jetzt zur Seite und fangen jetzt mit unserem Hauptgang an, mit unserem Lachs auf Blattspinat und Zitronensahnesoße. Die packe ich jetzt erstmal zur Seite. Wieder in den Ofen. Der Ofen ist aus, da kann nichts mehr passieren. Die sind wunderbar hochgegangen. Beim Kochen, was macht man beim Kochen immer? Man fängt immer mit der Sache an, was am längsten Zeit in Anspruch nimmt. Das ist zum Beispiel die Soße. Damit fange ich als erstes an. Lachs zu braten geht ratzfatz, aber die Soße nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Als erstes schneide ich meine Zwiebeln in kleine Würfelchen. Als erstes schneide ich meine Zwiebelchen in kleine Würfeln. Die brate ich dann in Butter an. So, ich habe mir diesen Messer genommen, der ist sehr praktisch dafür. Wie viel Zwiebel wir brauchen? Eine kleine Zwiebel habe ich genommen. So, jetzt gebe ich einen Esslöffel in die Pfanne. Wie viel Butter wir brauchen? Einen Esslöffel Butter habe ich da reingemacht. Wenn die Temperatur zu hoch ist, ein bisschen zur Seite packen. Jetzt gebe ich da Salz rein, etwas Pfeffer. So, und lass das ein bisschen glasig werden. In der Zwischenzeit. Also die Zutaten seht ihr jetzt beim Learning, beim Doing. Als jetzt gebe ich da eine ganze Zitronensaft rein. Und das ist für eine Portion? Das ist für zwei Portionen. Da kommt noch 200 Milliliter Sahne rein. Und dann ist unsere Soße auch fertig. Wenn wir sehen, dass es zu flüssig ist. Ich habe hier noch Zitronenschalenpulver. Das nehme ich immer zum Andicken von meinen Soßen und Suppen mit. Das ist überhaupt kein Kohlenhydrate drin. Das ist ein reiner Ballaststoff. Das benutze ich sehr gerne für meine Suppen und für meine Soßen. Also. Jetzt gebe ich da noch meine Sahne hinzu, 200 Milliliter, und lasse das einköcheln, einreduzieren. Und dann schmecke ich das nochmal ab. Gegebenenfalls werde ich das noch mit Salz und Pfeffer würzen, vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft reingeben, wenn es mir nicht zu sauer genug ist. Und dann kurz noch abwenden, dann ist es fertig.
Die Soße köchelt jetzt langsam vor sich hin, da brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Ich habe es nicht zu hoch geschaltet, bei 4 köchelt es langsam. In der Zwischenzeit hole ich jetzt meine roten Zwiebelchen, die schneide ich in halbe Ringe, dünne halbe Ringe. Werde ich in der Pfanne auch glasig braten, in Butter, und dann kommt mein Spinat dazu, salzen, pfeffern, und Spinat dauert auch 2-3 Minuten, dann ist es auch fertig. Das meinst du, erste Zwiebeln? Zuerst Zwiebeln in Butter anbraten, ja. Genau. So, jetzt gebe ich meine Butter dazu. Auch wieder so ein bisschen weniger als ein Esslöffel. So, ich bringe meine Pfanne direkt zu meinen Zwiebeln, da brauche ich nicht rumzuhantieren. Ist auch easy. So, ich warte ab, bis die Zwiebeln ein bisschen glasig sind. Auch das würze ich mit Salz und Pfeffer. Wie gesagt, Spinat dauert fast gar nicht lange. Jetzt kann ich die Soße ein bisschen höher schalten. Wann habe ich da angefangen? Gerade mal nicht mal 5 Minuten her. Ich habe schon fast fertig. Es muss nur noch der Lachs gebraten werden. Halt, es ist so ein, nicht mal 20 Minuten dauert, so einen Hauptgang zu machen. Also die Ernährungsweise ist wirklich leicht umzusetzen. Man muss nur die Zutaten zu Hause haben und der Rest ist wirklich ein Kinderspiel. So, die Zwiebeln sind schon glasig, jetzt gebe ich meinen Spinat dazu, das dauert auch nicht lange. Die gehen ein, das sieht jetzt so wirklich viel aus, aber nach 2 Minuten wird die Menge sich enorm verkleinern. Und wie viel Spinat man braucht? Also ich würde maximal 200 Gramm Spinat, 300 Gramm Spinat nehmen, nicht mehr, weil es sättigt auch halt, da ist... Da ist gerade mal 120 vielleicht oder 150 Gramm Spinat drin. So, das lassen wir jetzt so ein bisschen vor sich hin köcheln. Die Pfanne hier habe ich auch für den Lachs schon mal warm gemacht. Heiß ist sie. Jetzt gebe ich meine Butter dazu und werde den Lachs auch von beiden Seiten anbraten. Dauert auch nicht lange, ist in 5 Minuten auch fertig. Auch mit Salzen, Pfeffern kurz. Die Soße fängt auch schon an zu köcheln hier. Die werde ich noch mal abschmecken, du wirst nachher abschmecken und ja, mir sagen, ob es gut schmeckt oder nicht. Gegebenenfalls muss ich das nochmal nachwürzen und abwenden halt. Ja, jetzt gebe ich in meine Pfanne wieder Butter rein. Wie gesagt, ich benutze in der Küche sehr viel in der ketogenen Ernährung Weidebutter oder Ghee. Also Ghee ist besser, ist vegan, kann man sehr gut benutzen, ist auch sehr, noch höher erhitzbar als Butter, aber für den Geschmack habe ich heute Butter. Und diese Zutaten reicht für 2 Personen, ja? Das reicht locker für 2 Personen, ja. Paulina, du kannst, wenn du magst, den Lachs dazu geben. Vorsichtig. Wunderbar. So, das lassen wir jetzt langsam vor sich hinbraten. Lachs ein bisschen Knoblauch noch dazu, gibt noch ein bisschen Geschmack ab. Das war's dann halt. Also 2 Minuten von jeder Seite ist der Lachs auch fertig. So, Spinat ist schon fertig. Temperatur können wir schon runterschalten. Paulina, du kannst die Soße, wenn du magst, das kannst du noch so lassen. Okay. Die Soße kannst du probieren, ob sie gut ist. Einmal umrühren, dann kannst du die Soße probieren, ob es schmeckt oder nicht. Sehr gut. Wirklich? Also 2 Minütchen, dann ist der Lachs auch fertig. Spinat ist schon fertig. Jetzt halten wir das runter. So, ich brauche meinen Mixer, Stabmixer. Also es hat gerade mal vielleicht 10-15 Minuten gedauert. Jetzt gebe ich mein Zitronenschalenpulver rein. Nicht so viel, einen halben bis einen Teelöffel. Jetzt püriere ich die Soße und dann können wir das auch noch anrichten. So, fertig ist. Also wir haben für den Hauptgang gerade mal vielleicht 10-15 Minuten gebraucht. Mhm. Weniger als 20 Minuten auf jeden Fall. Wir können das jetzt auch schon anrichten auf Teller. Fertig.
Paulina, du kannst jetzt den Spinat auf die... als Basis? Ja, ja, als Basis auf die Mitte. Dann kommt Lachs drauf. Lachs habe ich schön glasig gelassen halt. Nicht so trocken, ich mag das nicht. Wunderbar, jetzt kannst du Spinat auch noch auf die Mitte legen. Und Lachs auf den... Ja, auf den Spinat kann ich dir eine vorzeigen, dann kannst du den anderen so einfach. Okay. So, und einmal so, wie ein X. Wow. So. Als im Hotel, ja. 5 Sterne. Mindestens 5 Sterne. I can tell that it's really, really smells good. So, jetzt kommt als letztes unsere Dings. Da mache ich das, das ist sehr heiß. Ich möchte nicht, dass Paulina sich verbrennt. So. So, das wär's jetzt. Unser Lachs ist auch fertig. Fertig zum Essen halt. Kannst auch gerne probieren. Ja, können wir probieren. Und dann. Okay, probieren. Also, bitte probier mal und sag mir, wie es dir schmeckt. Okay. Ob es okay ist. Von der Soße auch nehmen. Hat einen guten Ausblick. Ja, also geht auch nicht auf die Hüften. Sehr. Figurfreundlich, leicht zu machen. Sehr lecker, super. Geht ganz schnell. Und die Soße sind perfekt. Nicht so viel Zitrone, nicht so viel Sahne. Ja, das passt. Ich habe zum Beispiel den Lachs nicht zu sehr gewürzt, damit es nicht zu stark wird halt. Das passt sehr gut mit Zitrone, halt, auch mit Spinat. Ich glaube, jemand, sie kann nicht super viel kochen. Kann diese Rezepte. Ja, das ist ganz einfach zu machen. Halt, man braucht sich nicht irgendwie in Ausreden zu verwickeln, zu sagen, ja, das nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Das hat gerade mal 10, vielleicht 15 Minuten gedauert, so einen Hauptgang zu kreieren. Also jederzeit zu Hause leicht nachzukochen. Eine Familienbesuch oder ein Date, super. Ja, alles wunderbar, kein Problem. Ja, das war unser Hauptgang. Jetzt kommen wir zum letzten Part. Unser letzter Part ist unser Shirataki-Nudelsalat. Asiatisch mache ich den. Wir haben den heute vegetarisch, mache ich. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr den gerne mit einem Stück Fleisch dazu braten oder ein Hähnchenbrust oder Hähnchenspieße, Rindfleischstreifen. Das ist euch überlassen. Aber ich habe jetzt so viel gemacht heute hier. Ich wollte euch jetzt nur die Basic zeigen von dem Salat. Ihr könnt das beliebig mit irgendeinem Fisch oder Fleischstück noch ergänzen. So, als letzter Gang machen wir unseren Salat. Endlich, wir machen eine vegetarische Option. Mhm. Wenn jemand wollen nur vegan, dann muss eine Zutaten... Einfach nur Fischsoße weglassen, hat man schon vegan. Super. Salat. Jetzt, das passt auch sehr gut bei diesem Sommer. Wenn jetzt der Sommer kommt, passt es perfekt. Das kann man super Salat draus machen und es sättigt auch, geht auch nicht auf die Hüfte. Also ich fange als erstes an. Das sind meine Shirataki-Nudels. 200 Gramm, ja. Die habe ich gewaschen ordentlich und dann auseinandergenommen. Die sind wie Spaghetti. Die packe ich jetzt in die Schale. Das mache ich jetzt einfach so kalt. Ein kalter Salat. Man kann auch ganz normale Pasta-Gerichte damit machen, Bolognese oder sowas. Ist also wunderbar möglich. So, ich packe jetzt als erstes ein bisschen ungefähr so 1-2 Esslöffel Fischsoße rein, ein bisschen Sojasauce. Wir wollen das ein bisschen asiatisch halten. Ich habe da noch rote Zwiebelchen, die hacke ich dann auch noch rein, also dünne Streifen. Also rote Zwiebelchen schneide ich da klein rein. Gebe ich in den Salat eine halbe Chilischote. Ich mache das mit der Chilischote die Kerngehäuse nicht mit rein, sonst wäre das noch zu scharf. Viele mögen das nicht, deswegen habe ich jetzt Kerngehäuse weggelassen. Genau, das bin ich. Ja, deswegen, da steckt diese ganze Capsaicin steckt in den Kerngehäusen. So, und dann habe ich so einen halben Bund Koriander gewaschen,
den hacke ich auch noch mit rein, passt wunderbar. Also asiatisches Essen ohne Koriander kann ich mir gar nicht vorstellen. So, ordentlich viel Koriander. Ja, was kann man noch reinmachen? Also ihr könnt auch noch gerne Sprossen reinmachen, was euch schmeckt. Dem einen schmeckt das nicht, dem anderen schmeckt das nicht. Ich packe da noch ein bisschen von meinem Paprika rein. Auch kleine in dünnen Streifen schneiden. So. Bisschen Ingwer. Es ist wunderbar, super gesund. Also mit Kombination von Knoblauch, Chili, Ingwer. Ja, das ist sehr pikant, oder? Ja, sehr. Und super gesund halt. Das ist super fürs Immunsystem. Weil ich glaube, das ist super für Winter auch. Auf jeden Fall. Also Winter koche ich auch sehr viel meine Suppen mit Ingwer und Knoblauch. Ja. Und wenn ich Hähnchenbrühe mache, mache ich da so ein bisschen asiatisch Style. So, das reicht dann auch, das gebe ich dann rein. So, als letztes bisschen, da ist mein Salz, bisschen salzen. So, Pfeffer kann man auch noch reingeben. Paulina, du kannst das schön mischen, wenn du magst. Hier hast du eine Pinzette von mir. Passt wunderbar. Ich liebe asiatische Nudeln. Ja, und das ist halt die kalorienarme, also was heißt Kalorien? Das hat was, gar keine Kalorien. Das kann man ohne Bedenken so lange essen, bis man platzt, auf Deutsch gesagt. Man braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen, dass die Waage nach oben zeigt. Ist perfekt. Also man kann noch ein paar Erdnüsse reingeben, wie jetzt. Ich liebe auch ein bisschen Sesam. Sesam gebe ich auch noch rein. So, zum Schluss mache ich noch mein Sesamöl noch rein. Das gibt dann diesen ganzen asiatischen Touch. Also, so einen gesunden Salat soll man mal toppen. So ein bisschen Fischöl noch. Fischsoße, Entschuldigung. Ich glaube, das ist auch unter 20 Minuten Gericht. Ja, also... Fünf Minuten. Also schneller als die 5 Minuten, Terrine. Okay. Ich mische das mal noch kurz. Ja. Es riecht jetzt herrlich. Das jetzt kommt von der Fischsoße. So, das werde ich jetzt auch noch anrichten. So. Legen wir es jetzt einfach auf die Schale. Also wunderbar. Das sieht gut aus. So, mein Salat ist auch fertig. Also perfekt für Sommer. Man kann dazu, wie gesagt, Hähnchen braten, Fischfilet braten oder Rindfleisch dazu braten, wenn man unbedingt sein Fleisch dazu haben will. Oder Tofu. Ja, Tofu auch, Seitan, alles Mögliche halt. So, zum Schluss gebe ich noch, wer es mag, Limettensaft dazu. Ich liebe es mit Limettensaft. Manch einer mag das nicht. Heute sehr viel, wir haben benutzt Limon. Zitrone, Vitamin C haben wir uns genug reingepfiffen. Also da soll mal jemand sagen, dass die ketogene Ernährung einseitig ist. Wie gesagt, für mich ist sehr wichtig, nährstoffreich, vitaminreich, abwechslungsreich. Es darf nicht langweilig werden, ballaststoffreich. Die Shirataki-Nudeln sind eine Ballaststoffbombe. Da braucht man sich um den Darm überhaupt keine Sorgen zu machen. Halt, ich sage immer wieder, also Gesundheitszentrum von dem Körper von einem Menschen ist der Darm. Und wenn man den Darm auch ordentlich mit solchen Lebensmitteln zuführt, hat man auch ein gesundes Leben. Und du hast gesagt, dass Keto-Ernährung hilft auch mit den Erkrankungen? Ja. Also es gibt einige, die haben, bei Epileptikern wird es schon seit 80, 90 Jahren angewendet.
Epilepsiekranke, halt, ich habe ein paar Follower, die sind Epileptikerinnen, Epileptiker und die, seitdem die sich ketogen ernähren, sind sie nicht mehr auf Medikamente angewiesen. Ich habe eine Followerin, halt, die hat auch eine Webseite, die ist auch ein bisschen bekannt geworden. Die hatte einen Auftritt im Bayerischen Rundfunk. Sie war 2014 an Brustkrebs erkrankt. Metastasen hatte sie gehabt. Seitdem sie sich ketogen ernährt hat, seit 2014 sind die Metastasen, also Krebs ist total verschwunden. Mit der bin ich noch in Kontakt. Halt, seit 7 Jahren ist sie komplett ketogen, ernährt sie sich und bis jetzt gar keine Krankheiten weiterer aufgetreten. Halt, es gibt auch Leute, die krebskrank sind, die sich ketogen ernähren. Man sagt halt, ich weiß es jetzt nicht, die sagen halt, dass die Krebszellen bei kohlenhydratarmen Ernährung sich weniger verbreiten als mit Kohlenhydratreichen. Halt. Ich sage immer wieder, die ganzen Krankheiten, Zivilisationskrankheiten, die wir haben, Diabetes und Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, kommen von diesen ungesunden, übersättigten Kohlenhydraten, die wir haben, überall finden. Deswegen sage ich immer, haltet euch von solchen Sachen fern und kocht euer Essen selber zu Hause, ob es vegan ist, vegetarisch ist. Keine Lebensmittelzusätze zufügen, frischen Zutaten kochen und dann ist man auf dem richtigen Weg. Erhan, ja. Was ist deine Lieblingssportart? Also war Fußball gewesen, jetzt habe ich die Zeit nicht mehr dazu. Ich habe jetzt für zu Hause ein bisschen Hanteln geholt. Ich habe einen Ergometer zu Hause, Klimmzugstange mache ich ab und zu mal. Ich habe schon Paula eben gesagt, ich habe 4 Kinder. Wenn man 4 Kinder hat, braucht man keinen Sport mehr zu machen. Also ich bin voll ausgelastet. Halt, ich bin, wenn ich mich mit den Kindern beschäftige, bin ich am Ende des Tages so platt ausgepowert, dass ich mich einfach nur noch ins Bett legen möchte. Und deine Frau ist auch Keto? Oder? Sie habe ich vor 5 Monaten auch zu Keto gebracht. Sie hat fast 90 Kilo gewogen nach dem 4. Kind. Und jetzt wiegt sie 64 Kilo, sie hat sich wirklich fast halbiert. Wie gesagt, auf Deutsch gesagt, fast halbiert. Ihre Freundin können sie nicht mehr erkennen. Sie fragen halt, wie sie das geschafft hat. Und das ganz ohne Sport halt. Wenn sie jetzt Sport noch dazu machen würde, würde sie jetzt wirklich totale Transformation hinter sich haben. Super. Und wo kann man dich finden? Also ich bin auf Instagram als Keto-Koch zu finden, auf Facebook, LinkedIn bin ich Keto-Koch. Ja, wo noch? Ich habe noch eine Webseite keto-koch.de, da bin ich zu finden, da kann man mich auch wunderbar kontaktieren, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder zu den Rezepten oder irgendwas wissen wollt. Könnt ihr mich gerne kontaktieren, halt jederzeit. Ich versuche auch jeden zu antworten. Okay, und wir haben eine 4 Gerichte gemacht. Hm. Wenn jemand will probieren, share und tag us. Yes. Folgen Erkan yes. Instagram-Account, auch meinen Account. Und wir freuen uns von nächsten Video. Und ja. Ja, ich auch. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit Paula, mit dir zu kochen und dich kennenzulernen. Ich auch. Wie gesagt, das ist gut, halt den Leuten Sport und gesunde Ernährung beizubringen. Halt, die meisten Leute sind wirklich auf dem Holzweg. Die wissen nicht, die machen Sport, aber ernähren sich nicht gut. Oder manche ernähren sich und machen keinen Sport. Ich sage, die beiden gehören wirklich sehr zusammen. Also gute, richtige Ernährung und Sport zu machen. Dann ist man auf dem richtigen Weg, für seinen Körper was zu tun. Halt, die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Halt, das kann man sich nicht durch nichts erkaufen. Halt, man kann durch solche Sachen, durch Ernährung und durch Sport alles Lebensqualitäten dadurch steigern halt. Und wenn gibt es 500 Likes, wir machen ein zweites Video. Auf jeden Fall, ja. Mindestens das zweite. Also, ich wünsche euch schön, was sagt man? Bis zum nächsten Mal vielleicht. Bis zum nächsten Mal. See you guys. Ciao.